willkommen zu einem weiteren Interview von Soccer 5X. Wir sind heute hier in Karlsruhe im Wildparkstadion. Wir interviewen heute Massimilian Porcello. Massi ist meiner Ansicht nach eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Warum? Das ist ein Fußballprofi, der permanent versucht, sich weiterzuentwickeln. Es ist ein Fußballprofi von denen, die ich kennengelernt habe, die immer bemüht sind, sich zu verbessern. Und er hat meiner Ansicht nach die professionellste Einstellung oder die Einstellung, die ein Fußballprofi mitbringen sollte. Hallo Massi, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für ein kleines Interview für Soccer 5X. Wir befinden uns zeitlich momentan direkt nach der Saisonvorbereitung oder auf die Saison 2008-2009. Für mich die Frage, wie fühlst du dich momentan? Bist du fit? Hat alles soweit gut geklappt? Was ist dein momentanes Leistungsniveau? Ja, ich fühle mich sehr gut. Wir hatten 7 Wochen eine sehr harte Vorbereitung, die aber allen sehr viel gebracht hat. Und ich fühle mich einfach sehr gut. Meine Fitness ist im Top-Zustand und Sonntag geht's los. Da haben wir das erste Pokalspiel und ich freue mich einfach auf den Sonntag und möchte einfach auf den Platz Gas geben. Schön. Hast du irgendwas anderes gemacht jetzt da auf die Saisonvorbereitung auf die Saison 2008, 2009? Ist irgendwas anderes gelaufen? Ich habe einiges umgestellt. Also gerade in der letzten Saison, wo ich dann in der Rückrunde noch einige Verletzungsprobleme hatte, habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich für die neue Saison etwas verändern. Das heißt, ich habe begonnen, mit dir zusammen die Ernährung umzustellen, was sehr erfolgreich war. Und was ich auch immer noch mache, also ich habe meinen Ernährungsplan komplett geändert und ich kann dazu sagen, dass es einfach nur eine Gewöhnungssache ist. Also mir fehlt nichts, es fällt mir gar nicht so schwer und ich habe einen riesen Erfolg damit. Ja, und dann haben wir gemeinsam dann ein Programm ausgearbeitet für den Urlaub. Das heißt, ich habe mich gar nicht so viel zur Ruhe gelegt, ich war kurz im Urlaub. Und dann haben wir halt, denke ich, aus meiner Sicht 2-3 Wochen sehr gut gearbeitet im athletischen Bereich, neben der Ernährung, dazu der Mentalcoach, den ich schon seit mehreren Monaten habe und alles insgesamt ist halt sehr gut gelaufen. Von daher hat es mich auf jeden Fall einen Schritt weitergebracht und wie gesagt, ich fühle mich einfach sehr gut mit der Vorbereitung jetzt, mit dem Club und ich kann es gar nicht mehr abwarten, auf dem Platz zu stehen. Wir haben ja im Ernährungsbereich ein bisschen was gemacht. Das Ergebnis war ja, dass wir dich zusammen runtergebracht haben von 13,5% Körperfettanteil auf 7,8% Körperfettanteil, was ja wirklich sehr, sehr gute Werte sind. Wie siehst du die Auswirkung der Reduzierung des Körperfettanteils zum einen auf die sportliche Leistung jetzt, was hat dir das gebracht und zum anderen natürlich auch, wie sieht das aus vielleicht für den Alltag, ist man da mehr konzentriert jetzt, was hat das für Vorteile quasi, die Umstellung, die Reduzierung des Körperfettanteils? Man fühlt sich einfach besser. Das ist eigentlich das Erste, was ich gespürt habe. Man merkt einfach, dass der Körper gesünder ist. Und dazu kommt natürlich auch die Kopfsache. Denn wenn man die ersten Erfolge sieht, wenn man erkennt, dass man gar nicht so viel verändern muss. Es geht eigentlich nur darum, früher habe ich immer gedacht, boah, du musst auf viele Sachen verzichten. Das ist einfach nicht so. Man muss einfach nur wissen, wann isst man was. Und da hast du mich sehr gut aufgeklärt. Und von daher war das gar nicht so schwierig. Und wichtig ist einfach diese Fitness, einfach das Gefühl, morgens aufzustehen, sich gut zu ernähren und einfach auch gerüstet zu sein für den Tag. Das gesamte Feeling eigentlich, das ist einfach top. Und es macht mir Spaß. Und von daher ist das überhaupt kein Problem, jetzt mich anders zu ernähren. Mentalcoach machst du schon seit längerem. Wir haben jetzt gemeinsam das Thema Athletiktraining, Schnelligkeit angefasst. Viele Vereine jetzt in der ersten, zweiten Liga haben jetzt auch Schnelligkeitsathletik-Coaches integriert in das Training. Wo siehst du jetzt noch irgendwo Leistungsressourcen, die brach liegen? Wo kann man sich jetzt noch verbessern? Einmal bei dir speziell, aber auch grundsätzlich, weil du auch das System, die Arbeitsweise der ersten, zweiten Fußball-Bundesliga kennst. Wo sind irgendwo noch brachliegende Leistungsreserven, wo du sagst, da könnte man noch ansetzen? Das wäre nochmal ein interessanter Gesichtspunkt. Ich denke allgemein, kann der Spieler sich immer weiterentwickeln, der Spieler oder der Club. Ich denke, der erste Schritt ist getan mit dem Athletiktrainer, wie du schon gesagt hast. Viele Bundesliga-Clubs arbeiten jetzt mit dem Athletiktrainer. Aber ich muss dazu sagen, es ist natürlich nicht einfach, das Ganze optimal umzusetzen. Die Sache ist, man braucht eine optimale Trainingssteuerung, die Kooperation zwischen Athletiktrainer, dann mit der Clubführung bzw. Trainerstab und dazu dann auch die richtigen Therapeuten. Das muss alles optimal abgestimmt werden. Ich denke, das kann man nicht von heute auf morgen. Ich denke, grundsätzlich ist es eine sehr gute Sache für die Profis.
und es macht auch sehr viel Spaß, im Athletikbereich zu arbeiten. Aber insgesamt, denke ich, braucht man einfach noch eine gewisse Zeit, um das einfach zu optimieren. Du bist ja bekannt für deine ungewöhnlichen Freistöße, Freistoßtore. Da gab es ja auch solche Sachen aus 45 Meter Entfernung, das Ding einfach mal reingehauen. Ja. Was ist das Geheimnis deiner Freistöße? Ich denke, wir haben auch viele, sehr, sehr viele junge Zuschauer. Was ist das Geheimnis deiner Freistöße, der Zielsicherheit vor allem? Kannst du uns da ein, zwei Tipps geben? Also ganz oben steht natürlich erstmal Spaß und Freude. Ich habe einfach einen riesen Spaß dabei, Freistöße oder Standardsituationen zu schießen, schon als Kind. Und automatisch, wenn du den Spaß hast, dann gehst du einfach auf den Platz und trainierst das. Also es ist fast gar kein Training, es ist einfach aufs Tor zu schießen, macht einfach Spaß. Und das habe ich damals als Kind schon täglich gemacht und irgendwann hat sich das zu einer Stärke entwickelt. Und ja, jetzt als Fußballprofi sind das natürlich auch entscheidende Dinge, die einen Verein weiterbringen im Spiel, denn heutzutage wird das Spiel immer enger, die Mannschaften spielen kompakter und ein Freistoß kann eine Mannschaft zum Erfolg führen. Und ja, ich trainiere das täglich und da gehört auch eine Portion Mut dazu, dass du einfach, jetzt wie in dem Beispiel, was du gesagt hast, diese 45 Meter damals gegen Rostock, du musst einfach den Mut haben und auch die Rückendeckung von den Mannschaftskameraden, dass du von da schießen tust. Ein anderer schießt vielleicht von da nicht drauf, weil er denkt, boah, von da kann ich doch nicht schießen, was sagen die Mannschaftskollegen? Aber es hat einfach alles gepasst. Und ich habe entschlossen draufgehalten und da war der Ball drin. Und diese Erfolgserlebnisse bringen mich natürlich weiter. Ja, wir haben auch sehr, sehr viele junge Zuschauer bei uns im Internet. Und wir bekommen eben auch oftmals die Frage, die ich gleich an dich weiterreichen will, von unseren jungen Zuschauern. Gib uns doch mal ein paar Tipps. Auf was muss ich achten auf dem Weg oder bei dem Weg nach oben, wenn ich Fußballprofi werden will? Gerade B-Jugend, A-Jugendlichen, ja, sagen, stell doch mal die Frage einem gestandenen Fußballprofi, der erste Liga spielt. Also Frage an dich, Marci, was sind so die Tipps auf dem Weg nach oben zum Fußball-Bundesliga-Profi? Also ich denke, ganz oben ist es wieder die Begeisterung, einfach Spaß und Freude zu haben am Fußballspielen. Und was mich einfach immer motiviert hat, waren die großen Fußballer zuzusehen im Fernsehen. Ich habe mir fast alle Fußballspiele, Topspiele damals im Fernsehen angeschaut. Wenn ich einen Maradona gesehen habe oder jetzt auch etwas jünger noch, vor einiger Zeit Zidane, das sind Spieler, da hole ich mir die Lust am Fußballspielen. Da will ich nach dem Spiel sofort auf den Platz und dann ist halt dieser Spaß wieder dabei und dann trainierst du automatisch und wenn du trainierst, wirst du besser. Also du entwickelst dich weiter, also die Motivation, die Begeisterung muss da sein. Und dann anschließend auf jeden Fall, es gab sehr viele Talente, die vielleicht sogar auch besser waren als ich. Und die einfach nicht mehr an sich geglaubt haben, die irgendwann sich ein Ziel gesetzt haben, dann es nicht erreicht haben im Jugendbereich und dann gesagt haben, es hat keinen Sinn, Fußballprofi kann ich nicht mehr werden. Bei mir war es so, ich bin immer wieder dran geblieben, ich war mit 15, 16 oder 17 noch sehr schmächtig, ich war körperlich nicht sehr stark, aber auch sehr viele Absagen erhalten damals im Jugendbereich. Aber ich bin dran geblieben. Ich habe gesagt, ich versuche alles, um Fußballprofi zu werden. Habe natürlich auch auf vieles verzichtet, habe für den Sport gelebt. Nach der Schule war für mich Fußball. Habe mich versucht, dementsprechend zu ernähren. Habe versucht, auch dementsprechend immer einen guten Schlafrhythmus zu haben. Einfach alles dafür zu tun, dass ich es am Ende schaffe. Und man wird am Ende belohnt. Und diese Erfahrung habe ich gemacht und das kann ich jedem weitergeben. Einfach dranbleiben. Irgendwann schaffst du es, denn die anderen bleiben auf der Strecke, die aufhören. Und immer dranbleiben und dann ist auch, hat man auf jeden Fall eine große Chance, Fußballprofi zu werden. Ja, dann bedanke ich mich bei dir für die Zeit, für das Interview und wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute. Danke.